Tag. Leider ist dieser Mathe-Test nicht so gut gelaufen. Es gibt sogar ein paar Fünfen und Sechsen. Maxi, das ging schon mal besser. Kim, wie immer, sehr gut. Leider, ich bin sehr enttäuscht von dir. Du schreibst auch sonst so gute Noten. Ich muss scheißen. Was ist los mit dir? Los! Wie lief's in der Schule? Naja, es lief nicht so gut. Ich habe eine 5 plus in diesem Mathe-Test bekommen. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Noch zusammen so gut dafür geübt. Komm jetzt her! Was denn? Nein, lass nicht! Nein, lass nicht! Hey Leila, was ist denn passiert? Das ist ja voll schlimm aus, Leila. Ich bin gestern... Das ist ja voll schlimm aus, Leila. Ich will heute gar nicht mehr nach Hause. Ich bleibe hier und meine Mutter kann mich mal. Hallo. Ich hätte gerne Pommes. Okay, danke. Tschüss. Das ist ja voll schlimm aus, Leila. Möchtest du, dass ich dich nach Hause begleite? Ja, vielleicht schon. Gib mir mal bitte dein Handy und... Bitte. Danke. Und jetzt gib mir deine Hose. Bitte. Danke. Und jetzt steig in mein Van. Lieferung. Ja, windelweich hast du mich gestern geschlagen. Guckt euch doch mal mein Gesicht an. Du bist ja voll schlimm aus, Leila. Ich weiß auch nicht, was gestern mit mir los war. Wegen der schlechten Note bin ich total ausgerastet. Sie können doch deswegen nicht einfach ihre Tochter schlagen. Das verstößt gegen das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das geht doch nicht. Das ist ein Fall fürs Jugendamt. Wir werden das Jugendamt umgehend kontaktieren und alles berichten. Stopp, Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung.